For Them All aus Frankfurt und einige Mitglieder kommen auch aus Koblenz. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen näher. Aber zunächst möchte ich euch einen Veranstaltungshinweis geben für den kommenden Freitag, den 13. Januar 2017. Dort findet nämlich die für dieses Jahr erste Newcomer-TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße statt, veranstaltet natürlich von Virus Musik und der Musikhalle Portstraße in Oberursel. Und da spielen folgende Bands: Living in a Glass House, Akustiktrio im Singer-Songwriter-Stil mit Cello aus Darmstadt. Und die hatten wir auch bereits in der Virusmusik-Radioshow 2016. Dann mit dabei Coffee Shoppers Rock Alternative Indie aus Neuansbach. Dritter Act Tim Ahmed und Band, deutscher Soul Rock Pop aus Niederau. Und last but not least, der vierte Act des Abends, Miles King and the Urban Legends, Soul Musik im Stile der 60er und 70er Jahre. Wieder ein bunt gemischtes Programm zusammengestellt vom Virusmusik Mastermind vom Seppel Niemeyer. Einlass in der Portstraße ist um 20 Uhr, Beginn 20.30 Uhr und Eintritt wirklich schlappe 2 Euro. Auch von Frankfurt kommt man gut zur Portstraße, denn es gibt direkt eine U-Bahn-Connections mit der Haltestelle Portstraße. Da kann man also wunderbar in den Club gehen und dann anschließend wieder rausfallen und mit der U-Bahn wieder in die City. Also, wie gesagt, vormerken, nächsten Freitag, 13. Januar, Newcomer TV-Nacht in Oberursel. Henry ist wieder da, hat sich gerade eine Zigarette gegönnt. Muss ja auch mal sein. Und ich habe ihm, wahrscheinlich war es der Schreck, der in den Gliedern gefahren ist, nämlich ich habe gesagt, jetzt kommt ein Blind Date. Ich werde jetzt was vorspielen und du musst einfach erraten, von wem diese Musik stammt. Und ich, Henry, es ist ganz einfach für dich. Okay, ich versuch's mal. Ich bin unheimlich schlecht in sowas. Bin ich mir ganz sicher. Also okay, Leinen los, hier kommt der Blind Date Song. Ja, der ist von uns, das kann ich sagen. Das hast du schon mal ganz gut erkannt. Und zwar ganz schön schnell, das war... Also nach einer Sekunde den eigenen Song erkennen ist eine gute Sache. Na, ich habe mich im CD-Player vertauscht. Hier kommt er nämlich, der wahre Blind Date Song. Jetzt wird's nicht so einfach. Okay. Soweit, also das Blind Date, und ich kann sagen, der Henry hat ganz schön geschwitzt eben, aber dann kam es doch wie bei Hey Hey Vicky, das war? Blackmail war das. Ja, das Blackmail. War Blackmail. Genau, du hast erst gesagt Placebo und da hätte ich dir auch zugestimmt, das erinnert sehr stark dieser Song oder der Gesang auch. Auch der ganze Song eigentlich an Placebo. Und ja, einer von Blackmail, der hat nämlich eure EP produziert, der
Gitarrist Kurt Ebelhäuser und er hat ein eigenes Studio, in dem ihr aufgenommen habt. Genau. Wie ist es denn gelaufen? Ich glaube, das Studio heißt Studio 45. 45, genau. Mhm. Genau. Ja, sehr gut gelaufen. Also wir sind eigentlich auch mit dem Kurt, wir haben uns super verstanden. Wir sind auch gleich eigentlich mit ihm warm geworden und ich glaube auch zu behaupten, dass er mit unserer Musik gleich warm geworden ist. Und er hat uns ja auch im Prinzip teilweise produziert. Also wir kamen quasi mit unseren fertigen Songs eigentlich ins Studio. Aber da ist dann tatsächlich noch ganz, ganz viel passiert, wo der Kurt unheimlich gute Ideen hatte, die dann nachher noch in die Aufnahme mit reingeflossen sind. Hm. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Welche Idee zum Beispiel? Ist es das Songwriting oder gibt es also am Songwriting sage ich weniger. Das stand eigentlich so schon, aber teilweise interessante Effekte. Zum Beispiel am Anfang von Waiting, den Song, den wir vorhin gehört haben, da hört man so eine Sirene, sage ich jetzt mal. Und das klang auf unserer Voraufnahme im Prinzip ganz anders. Und da hat er einfach so ein altes Keyboard sich auf den Schoß genommen und hat gemeint, so, oh Jungs, jetzt hört doch mal hier, ich hab da so eine Idee. Okay. Und dann hat er aufgedreht und dann irgendwelchen Knöpfen da rumgedreht und geschaltet und gedrückt und das klang dann auf einmal, das klang einfach super geil. Okay. Und so kann man sich das im Prinzip vorstellen, dass da immer noch so ein paar Sachen mit reingeflossen sind. Mhm. Ja, der Kurt Ebelhäuser, das ist ein alter Hase, kann man sagen. Mhm. Denn Blackmail, haben sich 1994 in Koblenz schon gegründet und die haben es ganz schön weit gebracht. Ja, die waren zum Beispiel bei Rock am Ring, ja. Auf dem Bizarre Festival haben sie gerockt. Sie waren on Tour als Vorgruppe von den Maniac Street Preachers, mhm. Und ja, zählen zu einer der renommiertesten deutschen Indie-Rock-Bands, würde ich sagen. Und wenn man ihre Bio ein bisschen weiter liest, dann kommen wirklich noch einige Glorifizierung auf der beste Song oder das beste Album in den Top 200 und so weiter. Ja. Blackmail, ich habe die Band auch schon sehr früh kennengelernt. Sie haben einen interessanten Verlauf in ihrer langen Karriere. Es gab auch einen Wechsel, glaube ich, hast du eben gesagt. Genau, ein Sängerwechsel auf jeden Fall, von dem ich weiß. Und das letzte Album liegt jetzt schon, jetzt im vierten Jahr. Das letzte Album kam aus 2013. Also kann sein, dass da bald wieder was kommt, aber du hast eben mir auch gesagt, der Kurt hat Familie, einiges zu tun und wahrscheinlich wird er einiges produzieren und viel zu Hause sein bei seiner Familie. Also ich muss sagen, wir stehen auch eher weniger im Kontakt, sage ich jetzt mal, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da viel Beschäftigung mit drin ist. Mhm. Aber ich würde mir wünschen, dass mal wieder was kommt, also es wäre echt schön. Ja, ich genauso. Also, schöne Grüße raus an Blackmail, seid fleißig und veröffentlicht wieder mal, denn wir wollen rocken. Wir sollten auch weiter rocken. Du hast ja noch neue Musik mitgebracht, die habt ihr woanders aufgenommen. Das kannst du uns vielleicht gleich sagen, wo ihr da wart und wie es dazu ging. Ich weiß auch gar nicht, wie der neue Song heißt. Wir spielen jetzt das zweite Lied, also eine Premiere, die zweite Radiopremiere heute. Genau, also der mehr oder minder neue Song heißt Not Mine. Soll ich noch was dazu sagen oder willst du gleich spielen? Wie du magst, wir können auch gleich in die Rille hauen. Ja, dann hauen wir in die Rille. Okay, Not Mine, For Them All.